Hallo, hier ist der Jürgen aus Thailand. Ich grüße euch. Es freut mich, dass so viele uns folgen. Mittlerweile sind wir dann schon bei 200 Abonnenten und dafür möchte ich mich an diejenigen, die unseren Kanal jetzt schon so folgen bzw. doch aufmerksam beobachten, schon mal bedanken. Die Sache ist wirklich die, wir sprachen schon mal darüber, dass wir in der Hauptsache ja hier unseren Kanal dazu verwenden wollen, unsere Art des Auswanderns bzw. unsere Art des Lebens zu dokumentieren. Das ist in erster Linie ist das so. Das freut uns umso mehr, dass so viele interessiert daran sind. Ich glaube, bisher Schlüsselpunkt war eigentlich auch zum Beispiel auch die Lehmhütte meines Schwagers. Da muss man ganz ehrlich sagen, das zeigt auf, dass Menschen auf der ganzen Welt ja auch anders leben können. Und wir wollen eigentlich auch nicht die urtypische Auswanderung haben, wie sie so jeder hier dokumentiert. Es gibt super Kanäle über Thailand. Jeder lebt hier auf eine andere Art und Weise. Ich sag jetzt mal, ob es jetzt, ich sag jetzt mal abwertend, der Tittenkanal in Pattaya ist. Gut, darauf sind wir nicht aus. Oder jetzt halt eben auch andere YouTuber, die hier in Thailand ganz normal leben, die auch noch vor der Rente stehen oder schon in der Rente sind und einfach nur aufzeigen, wie man hier in Thailand so leben kann. Darüber gibt es verschiedene Kanäle bzw. auch verschiedene Arten und Lebensweisen, wie man es denn hier bestreiten kann. Also bestreiten mit puncto auf Geld verdienen ist verdammt schwer und schlecht. Wer es online kann, alles super. Und ich sag jetzt mal, oder seine Arbeit irgendwie damit verbinden kann, dass er auch gleichzeitig nicht in Deutschland oder in der Schweiz, Österreich verbleibt, dem sei es gegönnt und das ist auch super so. Zur Auswanderung, da hatte ich in einem früheren Video auch schon mal so ein Statement abgegeben. Ich habe eigentlich auch ganz normal gearbeitet in Deutschland, 38 Jahre lang am Stück, hatte immer damit geliebäugelt, 41 Jahre voll zu kriegen und dann mit Bloy nach Thailand zu gehen. Wir haben so ein bisschen, ich sag mal, das Zückerchen obendrauf, dass wir ja hier schon Land haben durch die Schwiegereltern, ist uns das natürlich auch so zur Verfügung gestellt, beziehungsweise meinen Schwagern auch. Wir leben hier so mehr oder weniger im Kollektiv und wollen das alles so ein bisschen bewirtschaften. Früher war es halt eben so, dass meine zwei Schwager mit ihren Frauen halt eben ja alles so bewirtschaftet haben und Bloy halt eben immer, für die, die es nicht wissen, Bloy ist Ladyboy, gut, halt eben sich immer um die Eltern kümmern musste bzw. sollte. Das ist hier in Thailand halt eben so. Das ist aber auch völlig legitim, dass immer der jüngere Part der Geschwister sich dann halt eben um die älter werdenden kümmert. Alles gut. Nur wir haben uns dann auch über Internet kennengelernt. Das war Ende 2017. Bei uns ging alles recht flott, muss man dabei sagen. Ich war dann auch schon Ende 2017 hier zum Kennenlernen und wir waren uns von vornherein klar, dass wir irgendwo zusammenpassen und da auch dahingehend unser Leben zusammen bestreiten wollen. Haben dann auch geheiratet, Mitte 2018 haben wir geheiratet in Deutschland, lief alles super. Wir haben dahingehend, wenn man von anderen Auswanderern hört, die nach Thailand kommen, hört man mehr Probleme in Bezug auf Frau, Nachzug und, haben wir ganz wenig Hürden bloß gehabt. Wir waren also ziemlich schnell dabei, das Visum zu bekommen und Bloy konnte auswandern. Wir haben geheiratet und wir haben jetzt dann auch, ja gut, 4 Jahre sind wir schon verheiratet und sind jetzt auch genau heute, punktgenau, sind wir jetzt seit 8 Wochen hier in Thailand. Wir haben gut überlegt, wir haben knapp kalkuliert, muss man ganz ehrlich dabei eingestehen. Also wie gesagt, wir hätten gerne noch ein bisschen länger gespart auf die ganze Geschichte und dahingehend, ich sag mal, ist knapp kalkuliert, aber wir sind da guter Dinge, dass wir klarkommen.
Wir sind nicht so blauäugig, wie das manche andere Auswanderer tun. Ich nehme mal nur jetzt ein Beispiel. Ja, ich bin jetzt nicht der Deutsche, der nach Mallorca geht und da die 80. Frittenbude eröffnet. Ja, mit der späteren Erkenntnis, dass das in die Hose gehen muss. Ja, also so sind wir nicht gestrickt. Wir sind da schon auf dem Boden geblieben. Und wir trauen und vertrauen uns blind. Und wir trauen uns auch einiges zu. Und das ist auch, ja, ich sag jetzt mal, die Grundlage unserer Beziehung, zusammen hier alt werden zu können. Also da muss man wirklich sich auch im Klaren drüber sein, dass man sagt, gut, also der Plan ist gemacht, der Plan wird gemacht und den musst du auch durchziehen. Und eine zweite, dritte Chance im Leben, wer es vertragen kann, alles gut. Ja, nochmal darüber zurückzukommen, warum wir dann früher weg sind, ja, das war so ein bisschen politisch getrieben letztendlich und wir ja halt eben sehen mussten, dass man ja, ich sag jetzt einfach mal, also wem es nicht gefällt, kann auch gerne abschalten, aber wir sagen es jetzt einfach mal, ich möchte in dem Video jetzt einfach mal verschiedene Themen anreißen, ich habe mir dafür auch sogar eine Liste gemacht, sorry, ja, mal gewisse Dinge anzusprechen und vielleicht ist man ja auch d'accord, dass man sagen kann, ja okay, der Typ, der da jetzt vor der Kamera sitzt, der hat vielleicht recht oder auch nicht und oder sieht sogar Parallelen mit sich selber, das mag ja alles sein, aber darauf hingehend haben wir ja jetzt ist es ja mittlerweile ein Jahr her, wir haben ja die Wahlen gehabt und kristallisierte sich schon kurz nach den Wahlen heraus, dass irgendwas sich in Deutschland verändern würde. Ja, okay, nun kam jetzt noch die Ukraine-Krise obendrauf. Ich sage jetzt mal, die jetzt ausgeschlachtet wird, meiner Meinung nach, ja, für gewisse Ideologien durchzusetzen, beziehungsweise die kostentechnisch hochzutreiben. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ja, und dass die Grünen jetzt mit an der Macht sind, gut, lässt sich jetzt nicht mehr anders verhindern oder vermeiden, das ist halt eben nun mal so. Nur jetzt mittlerweile jetzt aus der Ferne betrachtet und ich möchte nicht, dass nachher einer sagt, ja, okay, der hat ja gut reden, der ist ja weit weg und dann ist jetzt wieder einer von denen, die da über Deutschland herschimpfen. Nee, ich schimpfe nicht über Deutschland her, das ist nach wie vor mein Vaterland nach wie vor noch. Und möchte da halt eben sagen, das kristallisiert sich ja immer mehr raus, dass, ich sag jetzt mal, eine ideologiebetriebene Sekte mehr oder weniger in der Regierung ja ist, die durch immer mehr Unvermögen jetzt auch brilliert, um es mal so zu sagen. Ja, wenn jemand nicht weiß, was eine Insolvenz ist, und stottert sich da bei der Maischberger einen ab, zum Beispiel, ja, oder eine Außenministerin, die unwahrscheinlich gerne in der Ostkokaine leben würde. Ja, ich habe auch manchmal so ein bisschen den Schalk im Nacken, also macht euch nichts draus, bleibt aber trotzdem dran bis zum Schluss. Da merkt man doch, dass irgendwas nicht stimmt, ja, oder eine Ricarda Lang. Also man muss sich das ja vor Augen halten, in Regierungsverantwortung mittlerweile ja auch mitsteht und da nichts gelernt hat. Und ich sage jetzt mal als Ungelernte, was ja früher nicht vorkam. In der Regierung waren immer bodenständige Leute. Ja, ich kann mich noch an die 70er, 80er erinnern, wo dann da Leute aus dem Volk waren. Oder zumindest die Väter, ja, bürgerliche Berufe, Handwerker, ja, alles Mögliche. Die wussten, wovon die sprachen und die kannten auch die Wurzeln. Da muss man sagen, das war eine andere Charaktere von Politikern, die wir heute haben. Das ist nun mal halt eben so, ja. Und die wussten, wovon die sprachen. Ich habe immer so einen Spruch, ich sage dann immer, man darf sich nicht irgendwo als Friseur bewerben, wenn man vorher nur eine Leiche gekämmt hat. Das geht dann irgendwann in die Hose, irgendwann kommt es dann heraus, ja, welche Fähigkeiten bzw. Visionen jemand hat, weil ich glaube, als Politiker musst du ja natürlich auch ein bisschen visionär sein.
Und das sehe ich nicht so. Ja, sie sind Visionäre im, ja, ich sage jetzt mal negativen Sinne, der sich ja zum Nachteil der Bevölkerung ja, im Moment ja so darstellt. Allerdings wird Deutschland, ist meine Meinung, ihr müsst sie nicht teilen, aber bleibt bis zum Schluss dran, ich habe vielleicht noch ein paar interessante Themen für euch. Deutschland zum Teil wird jetzt geführt wie ein, ja, sagen wir mal, wie ein Industrieunternehmen. Man schaut auf Ressourcen, die da sind. Ja, ich sage mal, der dumme Deutsche, der spielt ja auch so ein bisschen mit in die Karten. Wenn man dann so sieht, ich meine, die Politik ist ja nicht dumm und nicht blöde und dafür haben wir ja auch genug Lobbyisten im Hintergrund. Wenn man dann sieht, beispielsweise, nur als Beispiel, da ist im Sommer ein Flughafen, der steht voller Gäste. Ja, zu Schlangen stehen die Leute dann da. Das zeigt der Politik auf, dass doch noch ja, genügend Kohle im Umlauf ist, so meint man ja. Was man halt eben nicht in der Politik berechnet, ist halt eben auch, das sind die Leute, die da in der Schlange stehen, die in den Urlaub fliegen wollen. Alles gut, alles wohlverdient. Die vielleicht 20% der Bevölkerung ausmachen. Der restliche 80% der Bevölkerung leben vielleicht schon am Minimum oder im Billiglohnsektor und können sich das halt eben nicht leisten. So, und jetzt kriegen die dann so einen Energiedeckel, kriegen die da präsentiert, ja, den die nicht stemmen können und ja, da baut sich doch alles ab, ja, also ich weiß nicht, also jetzt, man hört es ja immer wieder und kann es ja auch lesen auch, ja, die Insolvenzwelle rollt ja schon, ich glaube, die ist im Moment noch recht klein, aber die wird dann da größer werden. Ja, ich habe mir da, wie gesagt, so ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Gehen wir mal auf die Energiepolitik ein. Energiepolitik, die gehen halt eben davon aus, dass der ganz normale Deutsche da abends seine Lampe anmacht und ja, dann hat er Licht. So, kann ich mit so einem Windrädchen alles machen. Aber ich sag mal, mit dieser Magermix-Elektrik, die sich vorstellen, Elektronik, funktioniert es halt eben nicht. Wenn ich zum Beispiel montags morgens Industrieanlagen, ich komme selber aus dem Industriebereich, montags morgens ja alles in Betrieb nehme und fahre da, wer weiß wie viel Anlagen hoch, da wird anständig Strom verbraucht und ich sage jetzt einfach mal, so ein Windrad lässt dann die Flügel hängen. Ja, darauf ist man nicht gefasst. Ja, und das wird auch nicht funktionieren, auch nicht mit den geringfügigen Speicherkapazitäten, die in Deutschland herrschen. Da sind die Schweiz oder so oder Österreich ganz anders aufgestellt. Muss man dabei auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe da auch jetzt so als nächstes Thema, was ich mir mal so aufgeschrieben habe, ist jetzt Umweltaktivisten. Ja, gut, auf die Umwelt habe ich schon mal in einem früheren Video gesagt, zu achten ist alles gut, aber das funktioniert nur im Kollektiv. So, wir nennen es einfach mal beim Namen, das sind sogar wir selber. Hier im Isan, wo wir sind, ja, da verbrennen die Leute halt eben noch ihren Müll. Es ist halt eben so, ja. Da kommt nicht die Müllabfuhr und. Andersrum habe ich es auch schon mal gesagt in einem Video. Ich finde es natürlich auch tragisch, wenn in den Meeren, sag ich jetzt mal, Tiere dahin vegetieren in alten zerfledderten Netzen oder Plastik um Flosse und Hals. Ist natürlich auch nicht gut zu heißen. Klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist alles scheiße. Ja, aber wie gesagt, ruhig, ja, demonstrieren dagegen, dafür einstehen, alles gut. Aber wenn ich dann sehe, dass andere Leute jetzt da in Gefahr gebracht werden, wie jetzt zuletzt wieder am Wochenende da irgendwelche Autobahnen blockiert werden durch Leute, die ja schon kriminell handeln und andere in Gefahr bringen oder wie jetzt mit dieser Kleberei auf den Straßen. Ja, ich habe gestern durch Zufall ein Video gesehen, wo dann mal in England einer, dem der Kragen geplatzt ist, der hat ihn da einfach von der Straße gezerrt, egal ob der da klebt oder nicht. Irgendwann ist dann auch mal gut. Ja, für sich für die Umwelt einsetzen ist immer okay, aber alles in Grenzen und wenn dann nur global. Ja, wenn dann geht es nur global, muss man dann ganz einfach so sagen.
Ja, ich habe mir mal auch aufgeschrieben, ja, die Energiekrise selber ist ja eigentlich auch hausgemacht. Die ist jetzt nicht auf die unbedingt auf die Ukraine-Krise zurückzuführen. Klar, man sucht natürlich Gründe. Durch die Sanktionspolitik, die momentan ja auch stattfindet, ist der Deutsche auch gezwungen, anständig in die Tasche zu greifen. Aber ich glaube, ansatzweise wäre es auch so, würde der Ukraine-Krieg nicht stattfinden. Ist jetzt einfach mal so meine These. Würde auch den Leuten an die Tasche gehen. Und da könnt ihr auch mal Kommentare darüber ablassen, ob der ein oder andere nicht dasselbe denkt. Dem ist halt eben so. Meine Meinung muss man nicht teilen. Wie gesagt, kommentieren könnt ihr das gerne. Ja, wie ich in einem früheren Video auch schon mal sagen wollte, bleibt sachlich, nicht unter der Gürtellinie. Alles, was ihr gerne loswerden wolltet, auch gerichtet an andere. Ja, also viele lesen auch die Kommentare anderer in meinem Kanal. Ist ja auch völlig legitim, ist ja auch super. Ja, also Gedankenaustausch bzw. Meinungsaustausch, der ist natürlich immer förderlich. Ob im positiven wie im negativen Bereich. Ja, ich habe da mal ganz banale Dinge auch jetzt für die Auswanderung. Ich sage jetzt mal, das ganze deutsche System, wer Eigenheimbesitzer ist, der weiß es. Ich sage jetzt einfach mal, auch jeder Haushalt in Deutschland bezahlt ja GEZ-Gebühren. Wofür? Wofür? Für eine einseitig lenkende Berichterstattung, die da immer wieder auf die Leute losgelassen wird. Mal abgesehen von, ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel, Familie Wolny, man kann das nicht mehr sehen. Ja? Oder irgendwelche Stars, B-Sternchen, die da in irgendwelche Kochstudios oder irgendwelche Kakerlaken fressen müssen im Urwald. Finde ich eine Frechheit, dafür den deutschen Steuerzahler noch anständig zur Kasse zu bitten. Wenn man dann auch mal Hintergrundwissen hat, welche Peripherie dahinter steckt, was mittlerweile ja alles bezahlt wird dadurch, welche Intendanten hier und da und dort, muss man ganz ehrlich sagen, der Kropf, der ist ganz schön dick, muss man dabei sagen. Jetzt zu den Eigenheimbesitzern. Ja, früher kam der Schornsteinfeger, der hat ja den Kamin sauber gemacht, dann ist er gegangen, dann hat er seine Rechnung dagelassen und dann war's. Heute soll der Schornsteinfeger ja Umweltpolizei spielen und dich womöglich noch, ja, wie früher in der DDR ankacken, ja, bei irgendwelchen Behörden, dass du, wer weiß, welche Strafen, wenn du mal irgendwas nicht ja, erledigt hast, in Anführungsstrichen, da zur Kasse gebeten werden sollst. Kann man drüber streiten. Ich sag mal, wer für die Umwelt da ist, alles gut, aber man kann es auch übertreiben. Ich habe es selber in der Bekanntschaft erfahren müssen, wie kleinlich dann doch da verfahren wird, mit sogar Anlagen, die seit Jahrzehnten laufen. Und auf einmal ist da alles scheiße und anders und dann will man den quasi mehr oder weniger das Ding stilllegen. Das sind jetzt nur so Randerscheinungen, die zum Beispiel dazu führen, dass man sagen kann, das ist wieder ein Punkt, der auch negativ für Deutschland spricht. Ja. Ja. Ich bin nicht, ich will es von vornherein ganz klar sagen, der Befürworter oder der Fanatiker, der für die AfD ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich sehe, dass und das muss man sich festhalten, wirklich mal festhalten, es ist eine vom Volk gewählte Partei, eine Volksvertretung, die im Deutschen Bundestag sitzt und die wird nach allen Seiten hin geschnitten, beziehungsweise es werden Dinge von denen kopiert, die später dann von den Altparteien als ihr Machwerk, sage ich jetzt einfach mal, präsentiert werden. Wie gesagt, man sympathisiert nicht mit denen, aber man soll mal objektiv mit der Sache umgehen. Da ist, ja, ich sage jetzt mal, eine Partei, die jetzt, gut, die ist ganz anders. Die ist nicht europafeindlich, aber sie will auch Europa nicht weiter
vorantreiben. Diese Europäisierung ist nach wie vor gut in gewissen Dingen, aber es hat ja nicht umsonst einen Brexit oder sowas gegeben oder jüngst die Dinge, die jetzt in Italien vorgefallen sind in Bezug auf die Wahlen, zeigen dann doch, dass eine gewisse Veränderung da stattfindet und da ist man innerhalb des EU-Parlaments gar nicht so amused von, sagen wir es mal so. Wie gesagt, Thema AfD haken wir ab, war nur mal so ein Denkanstoß. Wie gesagt, es ist eine vom Volk gewählte Partei. Das muss man sich, die von vornherein als rechtsradikal oder so darzustellen, wird ja durch die staatlichen Medien halt eben forciert. Und dem ist, glaube ich, auch nicht so. Natürlich gibt es diese, ich glaube, die gibt es aber überall, diese rechten Gruppierungen oder halt eben auch links, ja, wie man möchte. Ja, dann sei jetzt mal jedem dahingestellt. Ich habe mir dann noch was aufgeschrieben. Ja, Immigrationspolitik. Der Merz wurde kritisiert jüngst. Und aber mit der Aussage, die er getätigt hat, lag der ja gar nicht so verkehrt, der Mann. Es wird unser Sozialsystem geschröpft durch halt eben hin und her wandernde, ja, ich sag jetzt mal, Menschen kann man schon fast gar nicht mehr dazu sagen. Das ist asozial, was sie da betreiben. Nee, geht nicht. Geht nicht, absolut nicht. Ukraine-Krieg hin und her, aber wenn man dann sieht, dass, ich habe vorgestern noch mit einem Bekannten gesprochen, also du siehst auch immer mehr fette Autos in deutschen Ortschaften rumfahren mit ukrainischem Kennzeichen, da fragt man sich, wo hat der Flüchtling die Kohle her? Ja, muss man ganz ehrlich mal hinterfragen, also alles so ganz koscher ist das nicht und ich bin jetzt auch nicht der Freund von Putin, aber wahrscheinlich hat er auch nicht ganz ungerecht gehabt, da mit dem Treiben, was seit 2014 da vor sich geht, da jetzt mal ein bisschen rigoroser vorzugehen, sagen wir es einfach mal so. Aber ich will auf der Schiene gar nicht rumreiten. Es ist traurig, dass da Menschen sterben, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und dass es so eskaliert ist, da in Donbass, beziehungsweise jetzt mittlerweile ja seit 2-3 Tagen dann auch verstärkt im Rest der Ukraine, ist scheiße, muss man ganz ehrlich so sagen. Finde ich nicht gut, finden viele nicht gut, aber letztendlich können wir als kleine Menschen sowieso nichts dran ändern. Das ist einfach so, ne? So, Geld ins Ausland. Ich spreche jetzt von einer Bundesregierung, die Geld überall hinschickt. Ja, also es scheint wohl kein Mensch auf dieser Erde so gut geschaffen zu sein, seine Kohle verballern zu müssen in alle Herrenländer. Ja, als Wiedergutmachungszahlung. Ja, zuletzt kamen ja auch die Polen wieder ran. Also ich warte noch darauf, dass die Kalmücken sich mal melden, weil dann irgendwie vor 300 Jahren ein Deutscher ein Pferd von der Weide geklaut hat, ja, dann wollen sie auch noch Reparationszahlung haben. Irgendwann ist dann mal gut. Ja? Die deutsche Seele leidet ja. So, kommt ja immer wieder mehr bei den Demonstrationen, die hier und da getätigt werden, kommt es ja durch, kommt es ja raus. Irgendwann ist dann mal gut. Ja? Nur wenn die jetzt so eine Schmalspurregierung hast, wie wir sie jetzt haben, die wir überall klein beigeben. Ja gut, aber wenn es denn wirklich eine Wahl war, wenn es denn wirklich eine Wahl war letztes Jahr, dann haben es die Deutschen auch nicht anders verdient, wie der ein oder andere auch schon mal gemutmaßt hat. Dann ist es wirklich so. Ich glaube, dass aber in Bezug auf Industrielle, die vielleicht sich vertan haben in der Wahl, sagen wir halt einfach mal so, mittlerweile ja aufgewacht sind und ein Umdenken stattfindet. Ich finde es toll, dass wir die 200 Abonnenten voll gekriegt haben. Ich fände es noch viel besser, wenn ihr bis jetzt hier geblieben wärt. Und jetzt haben wir mal genug gemosert, in Anführungsstrichen. Ich möchte euch noch im Anschluss daran ja so ein bisschen hier unser Lebensgefühl mitteilen, beziehungsweise unsere Art und Weise des Lebens hier in ein paar Kurzausschnitten mitteilen.
die eigentlich widerspiegeln sollen, worauf es sich in diesem Kanal eigentlich drauf, wo wir drauf hinaus wollen. Da liegt eigentlich der Fokus drauf. Das waren jetzt nur noch mal so ein paar kritische Worte, wie das immer wieder mal von mir kommen wird, weil man muss ja auch mal der Seele beziehungsweise ein bisschen Luft verschaffen und einfach nur mal seine Gedanken schweifen lassen. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Kommentare dazu schreiben. Ich habe mir ist aufgefallen, ja, wir machen gute Videos, wie wir von denen wir Resonanz bekommen, auch immer gesagt bekommen. Kommentare kommen wenige. Viele sind löblich. Zwei, die waren bis jetzt auch mal unter der Gürtellinie, denen habe ich es dann weiter untersagt, also auf unserem Kanal zu handeln. Und alle anderen Kommentare, die da kommen werden, ich freue mich quasi drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Moment ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wird man auf den einen oder anderen Kommentar näher eingehen können. Ja. Ich sage jetzt schon mal, teilen, liken, abonnieren. Nicht vergessen, den Button wird später kommen. Wird später noch hinterher kriegen, werde ich noch hinterher schicken. Im Anschluss werde ich euch gleich mal so ein paar kurze ja, Ausschnitte aus eventuell alten Videos beziehungsweise aus der Landschaft hier zeigen, die da widerspiegeln sollen, worum es uns eigentlich geht. Ja, ich sage jetzt schon mal Tschüss. Das war der Jürgen aus Thailand und bleibt uns treu. Und wenn euch das gefällt, was ihr ja, über unseren Kanal herausfindet, indem ihr mal auf andere Videos klickt, dann abonniert den Kanal. Tut uns den Gefallen. Wir freuen uns über jedes Abo. Ist übrigens auch umsonst. Ne? Ja, brauchen wir nicht weiter darüber zu reden. Das würde uns Freude machen. Und ich quatsche jetzt nicht mehr weiter. Ich zeige euch gleich im Anschluss noch ein paar schöne Impressionen hier aus der Landschaft und über das, was wir hier tun. Ich sage Tschüss.